Hey Leute, hier könnt ihr einmal ein Ei sehen von einem Buchsbaumzünstler. Das ist wichtig, dass ihr die jetzt erkennt, denn ihr könnt das hier bei mir sehen, meine angefressene Buchsbaumhecke erholt sich so langsam. Ja, der Buchsbaumzünstler war hier drin, hat sich dann verpuppt, als Falter ist er dann hier wieder rumgeflogen, hat mittlerweile wieder neue Eier gelegt und die müssen natürlich jetzt weg, nicht dass dann wieder die Raupen schlüpfen bald und dann wieder alles angenagt wird. Deshalb schaut euch das Video mal an, was ich euch hier als Longform diesem Short-Video verlinkt habe. Da zeige ich euch alles dazu, wie man die Eier findet und auch los wird entsprechend. Also unbedingt reinschauen.